Situation. Stell nur die Fragen. Richtig schön professionell. Vielleicht nicht bereit. Wahrscheinlich muss ich am Ende Fragen stellen. Ja, musst du sowieso. Leute, herzlich willkommen zu Hitte. Ja, Mann, es wird doch gerade auch ein paar. Oi, da was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Aus Mainz von der DM. Heute mit Victor aka Random Brain Man wieder. Er war unser erster Gast für das Interview. Er hat das sozusagen eingeführt und heute mal ein Update mit ihm. Tati kennt ihn nicht so gut, deswegen perfekt, um ein paar Fragen zu stellen. Sehr gut. Ja, ich kenne ihn echt nicht so gut, aber ja. Wie lange machst du schon YouTube? Sehr gute Frage. Also eigentlich habe ich meinen YouTube-Kanal schon seit 2007. Hab da irgendwie Musikvideos und so ein Stuff früher mal gemacht, so Oldschool YouTube und YouTubing mache ich jetzt seit 2013, also etwas mehr als 3 Jahre jetzt. Okay. Und ja. Wie viele Abonnenten hast du? Momentan sind es glaube ich 19.200 oder so. Also ist einiges. 19.200, 300 ist das momentan. Ja, zweitgrößter YouTube-Channel Deutschlands momentan von der Größe her. Können wir uns auf ein großes 20.000 Abo-Special freuen? Ich bin eher so der Fan von der 1 und dann einer runden Zahl, also quasi so 100, 1000, 10.000, 100.000, also so 20.000, 50.000 mache ich wahrscheinlich nicht. Da müssen wir noch ein bisschen warten, ne? Ja. 20.000 fast, das ist schon echt eine Zahl. Wie viele Videos machst du in Woche, Monat, wie kann man das sagen? Oh, puh, ich mache fast täglich Videos. Okay. Ich bin eigentlich ein ganz normaler Arbeitnehmer, arbeite halt auch meine 40 Stunden und mache halt nebenbei noch YouTube. Habe eigentlich keinen wirklich festen Uploadplan, aber mache meistens so. alles klar. Und mache, ja, ich glaube so 6 Videos pro Woche. Ich mache Freitag meistens keine Videos, aber ansonsten manchmal auch 2 Videos. Dieses Wochenende zum Beispiel 2 Videos. Ja. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich habe es auch jetzt nicht irgendwie mal reingeschaut bei dir, vielleicht habe ich mal ein Video angeschaut, ich bin eher so der, ich gucke einfach nur so, ja, ich muss mal ein bisschen mal besser gucken. Was für Videos sind das? Ist es jetzt nur auf, ist es wirklich nur Yugi oder ist es auch was anderes? Ja, tatsächlich, ich mache so einen Mix, weil ich ja früher mit Musik angefangen habe. Mache ich auch so Yugi-Tubing, Music-Tubing und zu allen Videos mache ich meine Musik selbst, spiele ich selbst ein, ich bin Gitarrist, kann auch komponieren so ein bisschen und ich mache jetzt halt, Yugi-technisch mache ich halt quasi die komplette Palette, ich mache Deck-Profiles, ich mache Openings ganz viele, das ist meistens geschaut, ich mache Turnierberichte, so wenn ich auf Locals gehe, dann erzähle ich, wie ich gespielt habe, was mein Deck war. Mach Duelle, Death Pro oder Live-Duelle oder wir machen auch manchmal sowas, wir analysieren ein Match, wir spielen es aus und dann reden wir darüber, was dann die Missplayer ist, was haben gesided und so und wie spielen sich die Decks und wenn ich halt Musik brauche für meine Videos, mache ich die selbst dazu und einige coole Songs schon dazu geschrieben mittlerweile. Klingt echt sehr geil. Du selbst auch Spieler? Inwiefern? Inwiefern zum Beispiel heute DM, hast du mitgespielt? Ja, habe ich. Ich hatte ursprünglich geplant, mit Monarchen hinzugehen, mit Domain-Monarchen. Und wir hatten vorher das German YouTube League-Spiel mit dem guten Silver, der hier auch so sitzt. War sehr interessant und ich habe danach noch weiter ein bisschen geübt mit dem Deck. Es hat sehr viel gebrickt und dann habe ich mich eine halbe Stunde, bevor wir losgefahren sind, entschieden, nein, ich nehme das Deck nicht mit. Hat das Deck komplett gewechselt, habe so eine Fire King Kaiju-Variante gespielt und musste dann halt 4-mal gegen Monarchen halt verlieren, weil ich 4 Monarchen abbekommen habe in der Vorrunde und die anderen Spiele habe ich halt gewonnen. Und gegen Monarchen war irgendwie nichts zu holen. Die haben nicht gebrickt, die haben immer die Twin Twister gehabt, alle Side-Deck-Karten haben nichts geholfen. Also ja, lief nicht sehr gut diesmal. Echt schade. Kommt dann auch so eine Art Berichterstattung nach von der DM? Ja, ich werde mit meinen 2 Freunden wahrscheinlich auch so einen Turnierbericht machen. Einer meiner Kollegen spielt noch, ist mit Mermaids momentan, was sind das, 6-2 glaube ich. Und mal gucken, vielleicht schafft er wenigstens die Top 128 oder sogar die Top 64 Cut, wäre nice. Und dann werden wir nochmal unsere Decks vorstellen, auch wenn unsere jetzt nicht so fantastisch waren von mir und meinen anderen Kollegen. Aber vielleicht das Mermaid-Deck vielleicht interessant werden. Ich habe da eine Frage und zwar, du machst ja öfters Berichte von deinen Locals und so. Wie kommt es, dass du da nie Videos von deinen Locals machst?
Ich werde sehr viel danach gefragt. Ich habe bisher noch nicht mit dem Ladenbesitzer, das ist meistens Olli's Spielecenter, wo ich spiele, habe ich nicht mit ihm gesprochen darüber, ob ich mal sowas machen sollte, weil dafür müsste man halt die Persönlichkeitsrechte einholen der Spieler, die da sind. Müsste quasi dann gebunden sein in die Turnierteilnahme oder sowas, dann könnte ich auch dort drittfilmen. Habe ich bisher noch nicht gemacht, könnte man mal ausprobieren, dann könnte ich auch tatsächlich mal auf den Locus aufnehmen, weil es gibt halt immer irgendwelche Leute, die das nicht wollen und dann muss man die wieder ausschneiden, ausblenden, verpixeln und so. Ich weiß nicht, bei euch ist das, glaube ich, ein bisschen einfacher, oder? Ja, wir machen es einfach. Aber wird einfach nicht gefragt. Ja, ich denke, die meisten Leute sind halt auch so, die wollen auch ins Video oder finden es halt auch cool oder gucken so, was macht ihr gerade. Ja. Vielleicht sollte ich es auch mal probieren, so mit der Guerilla-Taktik. Einfach rein und los geht's. Aber bisher bin ich da halt so ein bisschen auch so, ich will die Persönlichkeitsrechte wahren. Es gibt Leute, die halt dann irgendwann aussteigen und sagen, ich will nicht mehr damit verbunden sein und so. Ja. Dein Channel, ist der komplett auf Deutsch oder auch Englisch oder wie ist das? Ist komplett auf Deutsch. Ich habe mich explizit dafür entschieden, damals, als ich 2013 angefangen habe. Die YouTube-Landschaft in Deutschland war ziemlich grausam. Es gab nicht wirklich was. Unboxing Extreme war das größte, glaube ich, mit 5.000 oder 6.000 Abonnenten. Die haben Openings gemacht. Ansonsten, alles andere war halt sehr, sehr klein. Ich habe in Amerika gesehen, da gab es sehr viele unterschiedliche Themen, die bearbeitet wurden von anderen YouTubern. Ich habe gedacht, das kann man ein bisschen nach Deutschland adaptieren, auf Deutsch. Und habe gesagt, ich bleibe durchgängig auf Deutsch, damit ich auch eine deutsche Kundschaft quasi habe. Aber wenn ich so Gastvideos bei Amerikanern mache, dann mache ich es auch gerne auf Englisch. Aber sonst bei mir komplett Deutsch. Aber natürlich immer Yugi-Slang ist aber schön auf Englisch. Du bist ja auch bei der Yugi-Tube-Liga dabei. Ja. Spielst du selbst oder hast du jemanden, der für dich spielt? Ich spiele selbst, auch wenn ich zwei Kollegen habe auf meinem Kanal, würde ich alle Spiele selbst spielen. Ich bin da sehr kreativ, habe sehr viele unterschiedliche Decks, die ich ausprobieren möchte dort auch. Bin auch gespannt auf diese Runden, wo wir diese ganz komischen Banlists haben. Da bin ich gespannt, was man so da zusammenbauen kann. Ich auch. Bist du auch bereit für TBT? Ja, ich weiß gar nicht, was spielen wir? Wisst ihr das schon eigentlich, wann wir gegeneinander spielen? Ich glaube, ich weiß auch nicht. Ich hoffe, das wird so eine richtig witzige Runde. Wer spielt denn bei euch eigentlich? Ja, wir haben eigentlich drei Leute, die für uns spielen. Ja, haben wir, ja. haben wir. Und ja, wir tauschen halt einfach mal, wer Zeit hat, wer gerade Bock hat und so. Genau. Was wollte ich noch fragen? Ich hab vergessen. Und zwar, genau, nächstes Event ist ja, glaube ich, die EM. Bist du auch dabei? Da ich ja keine Quali habe, heißt das nicht, dass ich da nicht hinfahre. Ich werde auf jeden Fall dort mit dabei sein. Ich werde versuchen, entweder jetzt heute eine Quali abzuholen oder eine Last Chance Qualifier in Berlin. Und wenn das nicht klappt, dann bleibe ich trotzdem in Berlin, werde zusammen mit meinen Freunden dort sein und einfach mal das Event genießen, weil ist ja jetzt nicht so weit weg. Berlin ist eine coole Stadt und bin auf jeden Fall dabei. Gibt es bei euch da keine beim Local keine Regions mehr oder irgendwas, wie man sich qualifizieren kann? Nee, die waren schon und entweder war ich da gerade im Urlaub. oder es waren andere Events. Ich glaube, das eine Mal war, glaube ich, YCS Prag parallel dazu und da war ich im Urlaub oder sie sind ausgefallen oder wir wollten hin und dann war auf einmal alles schon vollgelegt. Also irgendwie hat es nicht geklappt bei uns. Wir haben ja zwei Local Spawns in Hamburg, wir haben zwei eigene Läden und es hat irgendwie nicht geklappt dieses Jahr. Ich habe eine mitgespielt, habe auch getoppt, Top 8, aber es war eine sehr, sehr kleine Regional mit irgendwie 30 Leuten und die Top 5 hat nur die Einladung bekommen. Fährst du eigentlich auch fast jedes Turnier, also von den größeren her oder nicht? Ich bin sehr interessiert schon tatsächlich in die anderen auch zu fahren. Ich war jetzt auch mal in London gewesen. Wir wollten nach Lille letztes Jahr, ist ja ausgefallen leider. Ich habe noch nicht alle Turniere so mitgespielt. Prag will ich so gerne. Ich will immer Skiurlaub, keine Ahnung warum. immer unpassender Zeitpunkt. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich so sein, dass ich erstmal in Deutschland konzentriert bleibe. Vielleicht nächstes Jahr will ich dann mehr ins Ausland fliegen wieder. London fand ich auch sehr, sehr cool. Liverpool dieses Jahr ist so ein bisschen sehr, sehr weit weg und Italien im Sommer ist halt so sehr, sehr warm. Ja, ansonsten Major-Turniere, so Deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft, wenn es klappt, immer dabei. YCS ist halt so, wenn die in der Nähe sind, wo man ein Auto hin kann, gerne, ansonsten Flugzeug, ja. Du hast ja schon die ganzen Themen angesprochen auf dem Channel, die du gerade machst, also mit deinen ganzen Deck-Profiles und bla bla. Gibt es irgendwelche Projekte in Zukunft, die kommen werden oder die du planst, die noch dazukommen? Ich bin ja schon sehr, 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 sehr vielfältig unterwegs und habe schon sehr, sehr... Ja, busy schedule, wie man sagen kann. Was ich noch auf jeden Fall irgendwann mal machen will. Das kann man aber, glaube ich, nur machen, wenn man Vollzeit-Yu-Gi-Oh!-YouTuber ist, was eigentlich unmöglich sein müsste. Wäre tatsächlich eine richtige Tutorial-Reihe aufzubauen, wo man tatsächlich Yu-Gi-Spielern tatsächlich beibringt von ganz... von ganz Anfang an bis zum Schluss mit allen Rulings, wie man Yu-Gi-Oh! Spielen kann. Weil viele fragen andauernd, wie sind die Rulings, wie baut man Ketten auf, wie sind diese ganzen Sachen, Damage Step und so. Und das wäre halt sehr, sehr sinnvoll. Und da ich halt relativ große Ruling-Knowledge habe, würde ich das gerne auch mal machen wollen. Ich würde es halt auch so professioneller machen wollen. Und bisher hat die Zeit einfach dafür gefehlt. Ich merke schon, meine Idee muss ich umsetzen, damit sie nicht andere machen, ja. Aber ich muss sagen, ich habe damit schon, das war eigentlich Ursprungsplan. Ich wollte eigentlich nur diese Duelle machen und diese Tutorial-Videos. Seit 2013 habe ich einen verfickten Ordner da liegen mit Episode 1 Grundlagen. Nichts gemacht.
beeil dich doch. Ja, Mann. Hast du noch Fragen? Ne? Also ich meinte, ich beeil dich mit Ding. Ich bin satt, ich ich weiß schon. Aber ich habe jetzt auch wirklich keine Fragen mehr. Wie gesagt, ich muss eh mal, mal deinen Channel mal angucken, auch abonnieren. Ja, hat da ein Abo mehr dann. Yes. ich freue mich auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das war's von uns hier mit unserem Kollegen. Ja. Renebrain. Ja, Mann. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das war's dann hier von uns. Bis dahin. Tschüssi. Servus, Jungs. Hier euer dreifacher Familie-Daddy. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Bitte liked das Video, abonniert uns, kommentiert das Video, ob es euch gefallen hat oder nicht. Denkt an unsere Facebook-Seite, liked die, schaut auch bei unseren Sponsoren vorbei, die haben immer tolle Sachen. Und nicht vergessen, Jungs, Yu-Gi-Oh! Is serious business.